Herzlich willkommen zu dem Tutorial Channel richtig erstellen bei uns im Server. Ich mache das kurz groß. Ist das eigentlich an sich relativ simpel. Das wird jetzt hier auch nicht sehr lange dauern. Und zwar zum Thema Channel. Man kann ja auf jeden Channel einen rechten Mausklick machen. Kann man den Datenbrowser öffnen. Um Daten hoch, also hier das Aktualisieren. Um Daten hochzuladen, kann man das hier tun. Und um Daten runterzuladen, hier. Hier kann man neue Ordner erstellen. Hier kann man gegebenenfalls, wenn man eins markiert hat, eins löschen. Neue Ordner sozusagen innerhalb dieses Channels. Das wäre zum Thema Datenbrowser. 3D-Sound-Konfiguration ist halt eingestellt. Wenn mehrere Nutzer in dem Channel sind, kann man diese halt hier zum Beispiel verschieben. Dann hört man den halt von vorne links oder vorne rechts. Hinten rechts, hinten links. Kann man halt so einstellen, dass man, wenn man die Leute noch nicht so kennt, dementsprechend dann den Sound dort hört. Wir wollen dieses natürlich verwerfen. Jetzt kommen wir zum Thema Channel richtig erstellen. So soll das ja hier auch heißen. Also wollen wir einen Subchannel erstellen. Zum Beispiel. Thema ist jetzt zum Beispiel ein Namen, der da vorne dran steht. Wie der Channel heißen soll. Nennen wir jetzt mal Test 1, 2, 3. Wir können hier natürlich auch noch Icons also hochladen. Ein Icon, so ein kleines Feld hier zum Beispiel dahinter basteln. Kann man sich hier ein Icon raussuchen. Man kann auch eigene Icons im Format 16x16, kann man auch so bei Google eingeben. Dann hochladen, wenn man das wünscht, als Bildchen. Und im Doppelklick drauf wird man dann dieses Icon hier erkennen. Ich nehme jetzt einfach mal testweise ein Operator. Sieht man hier, ist jetzt schon drinne. Wir können natürlich auch ein Passwort Connected. reinstellen. In dem Fall nehmen wir mal 1, 2, 3. Wir können auch ein Thema erstellen. Würde heißen, wenn man auf den Channel draufklickt, hat man dann hier drüben ein Thema dastehen. Wir können das Thema jetzt nennen Disconnected. Video. In die Beschreibung kann man mit URL-Links auch Bilder setzen. Kann man sich bei verschiedenen Uploadern dementsprechend auch konfigurieren, sodass man diesen Skript dann gleich hat für das Bild. Oder einfach kurz bei dem Admin nachfragen. Geht natürlich auch. Wir können in die Beschreibung natürlich alles Mögliche reinschreiben. Hier ist ein Video. Und können wir natürlich so weit fortführen. Hier ist ein Video, wie wir wollen. Das zum Thema hier oben. Wir haben jetzt natürlich hier das Standard. Und das Standard heißt, was ist eine Standardeinstellung? Temporär. Channel-Typ. Temporär. Heißt immer, der Channel bleibt nur so lange aktiv, bis auch der letzte Spieler diesen Channel verlässt. Semi-permanent. Heißt, bis der Server neu gestartet wird. Das heißt, wir machen Updates, danach ist der Server weg, der Channel. Permanent heißt, der bleibt immer. Egal was passiert, dieser Channel bleibt. Standard-Channel wird in dem Falle niemals aktiviert, da wir ja schon ein Standard-Channel besitzen. Der Standard-Channel heißt hier willkommen und ist sozusagen die Eingangshalle. Das ist der Channel, wo alle automatisch reinkommen, wenn sie auf den Server connecten. So, wir können diesen natürlich auch noch einordnen. Wenn man jetzt meinetwegen im Server oder als Unterchannel mehrere hätte, könnte man diesen natürlich einordnen nach. Wir haben hier jetzt keinen. Wir können natürlich auch Torque Power einsetzen. Nochmal zum Thema Torque Power. Die Queries, also in dem Fall ich, Query Admin, hat die Power 100. Ein SA, in dem Fall Server Admin, hat die Power 75. Ein Nutzer, Schrägstrich, Mitglied hat die Power 50. Ein Gast, die Power 15 bis 25. Sollte hierbei bitte beachtet werden, dass man daran denkt, wenn man die Talk Power setzt. Ein Admin hat jederzeit Zugriff drauf. Alle Admins ignorieren Talk Power automatisch. Das heißt in dem Fall relativ zwecklos, wegen Admin was reinzumachen, dass der den nicht da vom Koffer
machen kann oder einen da anmeckert. Bringt in dem Fall nichts. Talkbar wäre aber halt wichtig, wenn man sagt, man erstellt einen Channel, wo halt nicht jeder reden soll, kann man in dem Fall da einstellen. Im Normalfall unzweckmäßig, wenn man schon ein Passwort drauf hat, braucht man ein Passwort, um in diesen Channel zu kommen. Admins und in dem Fall meine Wenigkeit, der Serverinhaber, brauchen dies natürlich nicht. Wir ignorieren sämtliche Passwörter. Wir sehen diese Passwörter auch nicht, falls ihr irgendwelche geheimen Passwörter habt. Vollkommen egal. Wir sehen diese nicht. So, wir kommen zum Thema Audio. Hier können wir natürlich eine Breitbandfunktion einstellen. In dem Fall steht ja hier hinter meistens schon, ob das in dem Fall ist das, die Specs sind Stereo und hier steht ja schon dahinter Monoton. Kann man einstellen, mit wie viel Kilohertz der Sound laufen soll. Hier kann man noch die Kilobytes hochdrehen und runterdrehen. Wenn man weiß, man hat Leute im Channel, die eine schlechte Internetleitung haben, Leute, dreht es bitte runter, so im Bereich 3, und zerlatschte. Wenn man Leute hat mit einer, sagen wir, 32.000er Leitung, kann man schon so sich im 4-5er Bereich bewegen. Alles, was über 32.000 ist, das ist 64.000 oder 100.000 oder Standleitung, kann man natürlich volle Bulle drehen. Wenn man weiß, alle seine Nutzer haben das, kann man das volle Bulle aufdrehen, kein Problem. Verzögerung in dem Falle würde ich immer gering lassen. Ist relativ sinnlos, wenn man die hochdreht. Wenn man die nämlich jetzt hochdrehen würde, hat man das Thema, dass man dieses Gespräch, man sagt etwas, 80 Millisekunden später hört. Das ist fast eine Sekunde, die man das später hört. Bei Shooter Games oder so wäre das schlecht. In dem Falle immer unten lassen. Ein Server macht das nicht aus. So, wir kommen zum Thema Channel Rechte. Kann man hier natürlich eingeben, betreten. Denkt immer dran, wir haben verschiedene Funktionen. Query hat 100, SA, Serveradmin 75, Mitglied 50 und der Gast 15 bis 25. Würde heißen, wenn man jetzt sagen möchte, es darf halt kein Gast reinkommen, drückt man einfach die 50 rein, alles okay. Wenn man dafür sorgen möchte, dass keiner sieht, wer sich im Channel befindet, das heißt das Abonnement davon entfernen möchte, kann man in dem Fall auch zum Beispiel für Gäste 50, wenn die Server-Admins nie sehen sollen, wer drin ist, kann man da 75 eintragen. Bei mir mit 100 wäre das relativ sinnlos. Ich ignoriere automatisch alles, was das betrifft. Beschreibung ansehen, heißt, man hat in jedem Channel eine Beschreibung. Zum Beispiel hier zeige ich mal kurz Serverregeln zum Beispiel, das sind ganz normale Grundregeln, wo man sagt, sollte man mal gelesen haben, in dem Falle, wenn man ein bisschen menschlichen Menschenverstand hat, ist das auch kein Problem. Hier haben wir kurz das Rechtesystem erklärt, was hier wer ist und für was man was bekommen kann. Bei den verschiedenen Funktionen, zum Beispiel Homepage-Anmeldung, hat man jederzeit die Möglichkeit, kann man Daten hoch und runterladen, wie man möchte. Wenn man sich denn in der Homepage registriert hat. Als Spender kann man sogar noch viel, viel mehr machen. Ja, ist mit speziellen Rechten versehen, selbst Admins nicht haben. Also man kann halt Power bis zu 100 im Upload-Bereich oder im Channel-Erstellen-Bereich machen, weil wer schon Geld spendet für unser TS3-Niemand-Projekt, der wäre ja schon blöd, wenn er dann damit Schaden anrichten möchte. You edited In the dem server. Falle kann man auch dafür sorgen, dass nur bestimmte Leute diesen Channel ändern können. Zum Thema wieder hier zurückzukommen. Beschreibung einsehen, wie gesagt, kann man hochdrehen, wenn man will, dass bloß bestimmte Leute dieses lesen können. Channel ändern kann man auch einstellen, zum Beispiel, man will halt von vornherein sagen, ich bin vorsichtig, ich möchte nur, dass ein Server-Admin mir meinen Main-Channel, also den Haupt-Channel von mir ändern kann, kann man da 75 reintragen. Das heißt, wenn man den erstellt hat, kann man selber auch nichts mehr daran ändern, an dem Channel. Wenn was ist, Server-Admin You melden. edited the server. Die werden dann dieses dementsprechend ändern. Kein Problem. Löschen, wenn man möchte, dass man den Channel halt nicht mehr löschen kann. Oder nicht jeder den löschen kann. Oder im Zweifelsfall nur ein Server-Admin den löschen kann. Wie gesagt, die Power. Wieder mal hier. Kann man das jederzeit machen. Ist kein Problem.
Willkommen zum Datentransfer. Das heißt Sachen hoch- und runterladen. Dass man diesen Datenbrowser überhaupt öffnen kann, hier, und da keine Error-Meldung kommt, kann man hier auch was eintragen, wenn man das wünscht. Daten hochladen. Welche Power braucht man zum Daten hochladen? Daten herunterladen. Welche Power braucht man zum Daten herunterladen? Alles schon erklärt. Um einzelne Inhalte umzubenennen, das heißt Ordner oder Datennamen. Meinetwegen, ihr habt eine Datei, die heißt, mal gelinde gesagt, Punkt, 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 du Arsch. Und ihr wollt diese umbenennen, weil ihr das anstößig findet, könnt ihr dann hier dementsprechend die Power dafür setzen, dass ihr das auch umbenennen könnt. Oder ihr wollt halt, dass diese Datei nicht umbenannt werden kann, dann müsst ihr diese Power dementsprechend in der entsprechenden Fraktion hochsetzen. Ordner erstellen, das heißt innerhalb des Datenbrowsers, ich zeige es kurz. Ups, das war das Falsche. Kann auch mir passieren. Ordner erstellen, da gibt man nur den Verzeichnisnamen. Wir gehen jetzt ASD an. Hat man hier ein Verzeichnis erstellt, wo man sozusagen dann eine Ordnung schaffen kann, um nicht hier 20 Millionen Dateien zu haben. Wenn man Premium-Mitglied in dem Fall angemeldet in der Homepage oder gar Spender ist, kann man logischerweise so ziemlich alles tun an Daten hoch- und runterladen. Gar kein Problem. So. In dem Fall jetzt zum Beispiel könnte man einen Namen eintragen, der unnütz ist, den sieht keiner. Aber man kann da zum Beispiel 1, 2, 3 eingeben. Man kann Voice-Datenverschlüsselung angeben, das heißt, dass die Channel verschlüsselt sind und die Datenübertragung davon auch. Das heißt, dass kein Außenstehender mit irgendwelchen Abfangtools oder sonst irgendwelchen Schnickschnack eure Gespräche belauschen kann. Ist in dem Falle, wenn man den Channel so erstellt, absolut ausgeschlossen. Könnt ihr im Notfall nur ein Query Admin. Mache ich nicht. Ich habe davon nichts. Maximale Benutzer im Normalfall unbegrenzt. Sollte in dem Falle im Channel Baum, das heißt weitere Channel, die man dort als Subchannel einstellt, als geerbt lassen. Oder man setzt die auf unbegrenzt, auch kein Problem, kann man machen. Wir können natürlich auch jederzeit sagen, wir begrenzen das Ganze auf eine, was macht denn der hier, auf eine bestimmte Anzahl. Meinetwegen, wir sagen, wir wollen nur maximal 10 Leute da drin haben. Wenn wir das natürlich auch insgesamt für den gesamten Unterbaum-Channel, das heißt zum Beispiel in dem Fall, wenn man das hier einstellen würde, dass die ganzen Channel, die da drunter sind, oder hier im Wolf-Team-Ordner, die ganzen Channel, die sich da drunter befinden, dass man sagt, man möchte halt, dass die Channel-Lobby definitiv auch inbegriffen, meinetwegen hier sind 7 drin, da sind 3 drin, dann ist das zu dementsprechend. Oder man begrenzt dieses extra, oder man lässt es geerbt, oder macht es unbegrenzt. Ist vollkommen egal. Kann jeder machen, wie es ihm beliebt. Ist eine kleine Spielerei. Und wir erstellen diesen Channel kurz. Und ich habe natürlich vergessen, beim Channel permanent einzudrücken. Hat sich jetzt damit erledigt. Ja. Das wäre es dann, glaube ich, auch schon. So ziemlich zu dem Thema. Wenn man die Talkpower halt noch hochdrehen würde, wir drehen es jetzt auf 75. Ist das klar definiert. Man hat ein Passwort davor. Das ist das Zeichen für das Passwort. Muted heißt, man braucht eine bestimmte Power, um mit drin überhaupt reden zu können. Und wir haben dem ganzen Ding ein kleines Icon gegeben, in dem Falle hier das O. Das wäre so viel dazu. Und tschüss.